painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Soweit. Kommt ihr? Der eine Trauzeuge fehlt noch. Können wir trotzdem anfangen? Herr Wieler. Die Angaben habe ich alle. Glauben Sie, dass er in 4-5 Minuten da sein wird? Ganz sicher, er muss ja hier irgendwo sein. Liebes Brautpaar, liebe Gäste des Brautpaares. Wir alle haben uns heute hier in dieser sehr stimmungsvollen Umgebung eingefunden, um zwei Menschen auf ihrem Weg in den Stand der Ehe zu begleiten. Dass du hier auftauchst, das macht keiner, der sich auch nur einigermaßen unter Kontrolle hat, ja? Und verdammt nochmal, so sieht man auch nicht aus, wenn man clean ist. Aber vielleicht sieht man so aus, wenn man schwanger ist. So, jetzt weißt du's. Und wer? Du. Das mit dem Ja, das ist mir verdammt ernst. Mir auch. Ich liebe dich. Ja, meine Süße, aus der Nummer kommst du jetzt so schnell nicht wieder raus. Komm her. Vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Marc ist der erste Mann, mit dem ich mir wirklich eine Zukunft vorstellen kann. Oh, ich wünsche euch so viel Glück. Von mir auch alles Gute. Gratuliere. Danke. Ich fasse es nicht. Du bist unter der Haube. Glückwunsch. Hallöchen, auch von mir. Meine allerinnigsten Glückwünsche. Die Brosche steht dir ausgezeichnet, Marc. Danke sehr. Und wie gefällt dir das Fest? Das Fest ist fast so schön wie du. Wenn nur Jana nicht immer mit. Konrad, ich habe dich gehört. Einen herzlichen Glückwunsch, Marc. Alles gut. Ach, Jule, findest du nicht auch? Jetzt, wo Marc verheiratet ist, bin ich doch der beste Sehensteh-Junggeselle, oder? In ganz Lüneburg, Hacki. Hacki, du bist unmöglich. Ja, ich hoffe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Ja, das habe ich. Vielen Dank nochmal. Auch für das alles hier. Ja, dem schließe ich mich an. Danke. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Ich bin dran. Komm her. Also ich kann nicht verstehen, dass ihr keine Hochzeitsreise macht. Machen wir doch aber nicht sofort. Wir wollen erst mal den Umbau von Marcs Büro abschließen. Sehr vernünftig. Herzlichen Glückwunsch. Das war so romantisch und ergreifend. Oh, Carmen, weinen. Sie kriegt auch noch einen. Vielen Dank, Carmen. Gerne. Na,
Die Braut hat sie ja wohl angetan. Sie ist ja auch die Hauptattraktion hier. Das stimmt. Oh, Paki, könntest du mir einen Gefallen tun? Du bist der Bräutigam, dir kann ich wohl nichts abschlagen. Würdest du für mich zur Gärtnerei und zum Standesamt fahren und nachsehen, ob mein Vater da zufällig gelandet ist? Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Ja, vielleicht hat er uns einfach nicht gefunden. Mach ich. Aber bitte heb mir was von dem Essen auf, ja? Versprochen. Na, amüsierst du dich? Was? Stimmt was nicht? Wieso? Es ist eine Party hier, eine Hochzeitsfeier. Und du stehst rum wie auf einer Beerdigung. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Gratuliere dir. Danke. Einmal bitte. Ja. Ja, so schön ist es. Auf euch. Auf die Liebe. Du hast es Marc nicht erzählt, oder? Ich hab's versucht, aber es hat sich einfach nicht der richtige Zeitpunkt ergeben. Ab den gibt's doch nie. Bitte, ich wollte uns einfach nicht die Hochzeit verderben. Ich weiß, ich gehe dir auf die Nerven. Aber, weißt du, ich denke, wenn er es irgendwie aus irgendeinem Zufall so erfährt, dann wird das als schweren Vertrauensbruch. Ich glaube nicht mal, dass er es überhaupt rausfindet. Ach du, früher oder später, das weißt du doch nicht. Steffen, nicht mal Petra weiß es. Du bist der Einzige, dem ich es anvertraue. Weißt du, ich denke einfach nur, dass einen früher oder später im Leben alles wieder einholt. Ja, ich weiß. Ich sag's ihm morgen. Morgen früh. Aber jetzt möchte ich einfach nur meine Hochzeit genießen, okay?